Okay, hallo Manuel. Hallo. Ich freue mich, dich hier wiederzusehen am dritten Tag der Frühlingstage in Wien. Ja. Du hattest ein super T-Shirt, das du jetzt aber nicht mehr anhast. Jetzt ist Solaris, ja. Genau, was stand auf dem super T-Shirt drauf, das du gestern gekauft hast? Fuck Google, ask me. Okay, ich frage dich. Warum soll ich, also Google jetzt... Das Label habe ich aus zwei Gründen gekauft. Erstens, es war ziemlich billig. Zweitens brauchte ich ein Souvenir aus Belgien, aus Gent. Ja. Und dabei bin ich auch schon beim dritten Grund. Das ist auch ein politisches Statement, weil es zeigt, dass Google doch auch verdammt mächtig ist. Es missbraucht zwar die Macht nicht, aber es hätte das Potenzial dazu, das ist zu bedenken. Also du hast schon prophylaktisch sozusagen gegen sie schimpfen, abgesehen, weil sie ihre Macht missbrauchen können. Nein, nicht auf sie schimpfen, darauf hinweisen. Darauf hinweisen. Und es ist auch, also es ist auch gut fürs Ego, wenn man da hat, also was Google nicht weiß, kann ja auch ich wissen, fragt auch mich. Ist auch so gesehen ganz gut. Noch einmal, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also ist auch eine präpotente Aussage, was Google nicht wissen kann, weiß halt ich. Ach so. Also als Scherz gedacht. Ja. Jetzt verstehe ich es. Ja. Okay, ja. Und bist du in einer Gruppe, die sich mit Datenschutz beschäftigt oder so? In einer aktiven Gruppe nicht, aber wir reden an der Uni sehr viel drüber. Ja. In der Informatik, an der TU. Und, ja. Und was ist deine persönliche Konsequenz in der Lebensführung? Bist du in Facebook drinnen? Ich bin auf Facebook zwar drinnen, ja. Aber ich passe dort verdammt auf. Das heißt, du äußerst dich nicht? Oder? Ich äußere mich schon. Ich versuche nachzudenken, bevor ich mich äußere. Verstehe. Ja. Das ist jetzt dass ich jetzt nicht da reinschreibe, was weiß ich, wie betrunken ich am Wochenende war und so weiter und so fort. Weil das einfach Konsequenzen hat. In Bezug jetzt auf spätere Arbeitgeber oder einfach generell, weil das jeder zu jedem Zeit nachvollziehen könnte, wenn er es wollte. Mhm. Und das auch in den Backups von Facebook drinnen bleibt. Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, du möchtest sozusagen dein Privatleben privat halten. Genau. Auch für Leute, die ich so kenne, ich meine, das geht nicht alle Leute was an. Zum Beispiel Leute, die ständig was auf Facebook posten, ja. Alle drei Minuten, ich bin da oder so. Ja. Das ist doch ein riesiger Luxus, noch diese Privatsphäre zu haben. Keiner weiß jetzt gerade, wo ich bin. Ich gehe da in das Geschäft, weil ich das will. Ich muss es nicht ständig auf Facebook posten. Also dir ist deine Privatsphäre etwas wert, ja. Sozusagen. Ja. Okay, ja. Ich denke, dass es mit dem Web 2, ich möchte auch zeigen, dass es mit dem Web 2.0 halt vereinbar ist. Du bist Facebook-User, aber denkender Facebook-User. Wenn man so will, ja. Eine Seltenheit. Okay, Dankeschön. So, bitte.